Wir wollen sprechen über Ece, 14 Jahre alt, erstochen auf dem Weg zur Schule in Baden-Württemberg. Sie sagen, dieses Mädchen, Teenager, die keine Zukunft mehr hat, sie hätte noch leben können. Ja, sie hätte noch leben können und sie würde noch leben, wenn eine Politik gehandelt hätte. Wie viele von Ihnen wissen oder der eine oder andere nicht, ich bin einer der bekanntesten Kinderschützer in Deutschland. Und aufgrund meiner Arbeit mit Millionen von Menschen, die die begleiten und verfolgen, bekomme ich viele Hilferufe. Und ich habe direkt nach diesem Mord an Ece ein Video gemacht und habe da sehr klare, deutliche Worte gefunden. Und dann haben mir auch Menschen aus dieser Stadt geschrieben, aus diesem kleinen Ort Illerkirchen oder Illerkirchberg, und haben mir Dinge gesagt. Dinge, die bekannt waren und die jetzt noch öffentlich werden und die wir öffentlich machen werden, auch in Bild am Sonntag und noch anderen Medien. Dinge, die man komischerweise in anderen Medien nicht erfährt. So wurde schon im Sommer diesen Jahres immer wieder die Stadt, der Bürgermeister, darauf hingewiesen, dass da Übergriffe waren. Kinder auch verfolgt wurden, belästigt wurden von diesen Menschen, die dort auch in diesem Wohnheim waren. Und ob der jetzt der eine oder andere psychisch krank war oder ob nicht, das soll jetzt erstmal dahingestellt sein. Aber es wurde nichts getan, man hat es ignoriert. Und ich habe hier eine klare Botschaft. Wie viele Menschen müssen noch sterben? Wie viele Menschen müssen noch für eine Migrationspolitik, die nicht funktioniert, ihr Leben lassen? Wie viele Menschen müssen hier noch Opfer werden? Mir persönlich ist es ganz egal, woher jemand kommt, welche Religion er hat, welche Kultur er hat, denn mir geht es um die Menschen, um jedes Leben. Und hier ist ein Mädchen mit türkischem Hintergrund zu Tode gekommen, erstochen worden, getötet worden und ein anderes schwerst verletzt worden. Und wieder geht es nur darum, ganz schnell entweder sich hinzustellen und zu sagen, was wir zu denken haben, um wieder mit der Nazi-Keule zu winken, mach bloß den Mund auf, dann hauen wir drauf. Ich rede darüber. Und zwar habe ich gesagt, in Gedenken an Würzburg, in Gedenken an Frankfurt, in Gedenken an Ludwigshafen und jetzt in Gedenken an Illerkirchberg, in Gedenken an Ece und in Gedenken an jeden Menschen, der in unserem Land durch eine Politik mit zu Tode kommt, die nicht erkennt, dass wenn man Menschen nicht integriert, sie nicht auffängt, einfängt und vor allem, indem man sie unkontrolliert ins Land holt, ohne zu schauen, welche Probleme sie schon mittragen, welche Gewalt oder welche Kriminalität sie schon mittragen oder ob sie krank sind, hier hinlässt und damit die ganze Gesellschaft, jeden Menschen, jede Kultur, jeder Religion in Gefahr bringt. Dieses kleine Mädchen könnte noch leben. Übrigens genauso wie Leonie, dessen Mutter mit mir in Kontakt steht und wo jetzt die Täter lebenslang und 19 und 20 Jahre bekommen hat in Wien. Und wir vertreten die Eltern mit dabei, um das Land in Wien mit zu verklagen und auch Österreich mit zu verklagen. Und genau das muss bei uns auch passieren. Wir müssen die Politik in Regress nehmen. Wir müssen hier auch dafür sorgen. Sie tragen die Verantwortung dafür, wenn Sie Menschen in unser Land holen und nicht kontrollieren. Die schmeißen ihre Pässe weg und sagen, sie sind 12 oder 14 und sind 30. Was stimmt hier nicht? Könnte man überprüfen? Will man es überprüfen? Nein. Aber eins vorweg. Meine Kinder sind polnisch, meine Freundin hat muslimischen Hintergrund und ich habe mehr türkische und arabische Freunde als deutsche. Und viele Menschen schreien hier auf mit Migrationshintergrund. Das ist keine Frage, welcher politischen Agenda man angehört. Und jetzt wird die AfD sich hier auch hinstellen und schreien, auch was passiert denn hier? Alle haben hier versagt. Aber die Frage ist, wie viele Menschen müssen noch sterben? Wir müssen die Menschen integrieren, wir müssen sie kontrollieren. Und wenn Menschen wie hier um Hilfe rufen, Herr Bürgermeister, und sie es ignorieren, dann tragen Sie eine Mitschuld und jetzt brauchen Sie es nicht vertuschen. Und jetzt muss ich der ZDF sagen, hoch, das ist widerwärtig, ein Mord, aber auch das zu instrumentalisieren. Widerwärtig ist ein Mord. Widerwärtig und asozial ist eine Politik, die nur ihren Interessen dient und die Bürger im Stich lässt. Alle Bürger, egal welcher Religion, schützt die Bürger in unserem Land. Jeden Einzelnen, jedes Leben ist wertvoll und es reicht, was hier abläuft. Jetzt wollen wir in dieses Thema, hochemotional sind wir gestartet, wollen wir aber einmal tiefer eintauchen. Frau Kelle, was kann man tun, damit solche Fälle möglichst nicht passieren? Sagen wir es mal so, wir haben noch überhaupt nichts getan. Insofern haben wir, ist die Spanne von dem, was wir tun können, extrem hoch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch eine 14-Jährige, die morgens das Haus verlässt und zur Schule geht. Und ich möchte, dass sie heil wieder nach Hause kommt. Und ich möchte gar nicht in einem Land leben, wo ich mir Sorgen machen muss. Und ich schreibe jetzt selber auch als Publizistin, seit der Migrationskrise 2015 muss ich mich als Rassistin beschimpfen lassen, weil ich schon damals gesagt habe, das, was auf der Kölner Domplatte passiert ist, ist ein zugewandertes Problem.
Problem. Das ist ein Problem, das wir vorher nicht hatten. Und das heißt, dieses Problem ist eigentlich seit Beginn der Migrationskrise bekannt. Ja, es ist nicht das erste Mädchen, das tot ist, und schon gar nicht ist es das erste Mädchen, das vielleicht vergewaltigt wurde. Wir haben so viele sexuelle Übergriffe. Eigentlich müsste jede anständige Feministin auf den Barrikaden sein in Deutschland. Und gerade auch die Leute, die jetzt gerade in der Regierung sind, gerade auch die Grünen, die sonst irgendwie in diesem Thema immer ganz vorne dabei sind, ja, alle schweigen darüber, niemand will dieses Fass aufmachen. Wir haben gerade, läuft im Moment die Islamkonferenz in Deutschland. Wir reden aber nicht über das Problem, über das problematische ist muslimische Frauenbild zum Beispiel. Ja? Also unsere Innenministerin fährt nach Katar, um dort die Frauenrechte und die Schwulenrechte zu retten, aber findet keine Worte hier in Deutschland angesichts dessen, was hier Frauenhass und Schwulenhass stattfindet, von demselben Klientel. Ja, das heißt, wir retten die Welt irgendwo in Katar, aber wir stellen uns nicht den Problemen hier. Und ich empfinde das gerade auch Frauen gegenüber als unmöglich in diesem Land, weil Frauen und eben die jungen Mädchen sind sozusagen die leichtesten Opfer. Ja, und wir sehen es ja auch immer wieder. Ja, wir sehen immer wieder, dass das die Frauen betrifft. Und sobald man auf das Thema aufmerksam macht, dann heißt es, dann kommt sofort die Rassismuskeule und dann heißt es irgendwie, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die hier passiert. Wir sind bereit, in diesem Land jedes Wort eines alten weißen Mannes gegen eine Frau irgendwie auf eine Goldwaage zu legen. Aber wenn wir Übergriffe haben von jungen schwarzen Männern, um es mal als Kontrast aufzubauen, dann gucken alle weg. Dann gucken alle weg. Und der erste Schritt, der wäre in meinen Augen, wäre erstens mal, dass wir diese Grenzen schließen. Das ist das Erste, was wir machen müssen, dass wir erstmal kontrollieren, wer kommt in dieses Land und hat er überhaupt den Anspruch und ist er wirklich Flüchtling und so weiter. Das heißt, wir müssen wissen, wer es ist. Und zweitens müssen wir alle rausschmeißen, die illegal hier sind. Ja, ich verstehe es nicht und ich bin auch nicht mehr bereit, hier Menschen sozusagen zu dulden in diesem Land, die Straftaten begehen und trotzdem nicht ausgewiesen werden. Das ist auch den Menschen nicht mehr klar zu machen. Warum? Wir würden Ärger bekommen mit dem Gesetz, wenn wir anfangen, auch nur falsche Angaben irgendwie auf dem Einwohnermeldeamt zu machen zu unserer eigenen Person. Warum? Wir sind zu einer Witzfigur geworden, weltweit. Wir laden die Leute ein, wir kontrollieren nichts und wir legen an unsere eigenen Bürger strengere Gesetze an, als an die Menschen, die angeblich hierher kommen, nur weil sie unsere Hilfe wollen. Entschuldigung, wer Hilfe will, der soll sich wie ein Gast benehmen. Eben gerade hat Carsten Stahl das auch angesprochen, hat gesagt, die Menschen, die kommen, die werden auch alleine gelassen. Ja, das ist das große Problem. Die werden kommen vielleicht mit einem Trauma hier an, mit einer Vergangenheit, die wir nicht kennen, und sitzen dann in einer Unterkunft und werden nicht betreut. Sie als Psychologe, steht man noch in der Verantwortung. Es ist erschütternd, wofür in Deutschland Geld vorhanden ist und wofür kein Geld vorhanden ist. Und wenn man den Wunsch hat, ein solches gastliches Land zu sein, dann muss man sich mit den Risiken, was schwere Kriegstraumata mit sich bringen, einfach auch bewusst werden. Da kann man jeden Experten fragen, dass bestimmte Frustration, auch erschütternde eigene Traumatisierung und auch ein bestimmtes damit verbundenes Frauenbild leider zu Übergriffen und Brutalität in der Art und Weise führen kann. Ich muss ja auch sagen, es trifft ja nicht jeden, der hier hinkommt, der so drauf ist. Nein. Aber es kann passieren. Und deshalb haben wir eine Verantwortung, dafür zu sorgen, wo diese Potenziale da sind, mit Profis zu arbeiten, entweder Dinge zu leiten, dass es besser wird, oder aber auch zu erkennen, wir haben hier eine Gefährdung der Gesellschaft. Wenn eine Fremd- und Selbstgefährdung vorhanden ist, weil das von mir ausgeht, dann werde ich eingewiesen. In anderen Fällen fragt man sich, dass nicht mal sich einer dafür interessiert. Es interessiert sich keiner dafür, was in den Heimen stattfindet. Es geht keiner hin. Sie können gerne antworten. Nimmt der Staat da seine Verantwortung wahr? Der Staat nimmt Verantwortung wahr, aber nicht in ausreichendem Maß. Also hier muss man ja ganz klar sagen, es ist ein schrecklicher Fall, der symptomatisch ist für einige Fälle, die aufgetreten sind in gleicher Weise. Und wenn man da schon ein Muster erkennt, ja, dann kann man, also man kann ja sagen, wenn es ein Einzelfall wäre, ist es nicht, dann wär's ja eine Sache, über die man reden könnte. Aber hier gibt es ein Muster und eine ganz klare Tendenz. Und deswegen ist auch der Staat hier in der Verantwortung. Auch die Politik ist da ganz klar in der Verantwortung. Ist ja richtig, was Sie gesagt haben, der Staat, der integrieren will, der muss auch Integrationsleistungen zulassen und auch selber erbringen. Ich bin nicht ganz bei Ihnen, Frau Kelle. Ich glaube schon, dass ein Staat wie Deutschland eine gewisse Verantwortung hat, auch im Rahmen des internationalen Völkerrechts. Es ist ja so, dass die jungen Menschen, die aus der Ukraine beispielsweise zu uns kommen, junge Mädchen, die dort praktisch aus Kriegsgebieten fliehen,
dass wir den Schutz gewähren. Das ist auch völlig in Ordnung. Das habe ich aber auch überhaupt nicht abgestritten, sondern ich habe gesagt, wir müssen diese Grenze so weit schließen, dass wir erst mal kontrollieren, wer reinkommt. Ich will das an dieser Stelle nur mal sagen. Es ist auch richtig, dass einige Bevölkerungsbereiche dort zu uns kommen. Das sind auch Menschen, die Schutz verdienen. Ja. Und das müssen wir im Auge behalten. Aber wir müssen auch unsere eigene Bevölkerung schützen. Und das ist die Verantwortung der Politik. Und schauen Sie mal, das ist dieser eben. Ich spreche jetzt hier nicht als deutscher Bürger, der christliche Glauben angehört, oder besser gesagt, ich habe meinen eigenen Glauben, aber ich rede für alle. Ich spreche auch für viele Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist das Entscheidende. Ich habe viele tolle Menschen, es kommen auch Menschen in unser Land, die unser Land bereichern. Aber es kommen nun mal auch Menschen, die unser Land gefährden. Wir hatten allein im Jahre 2020 über 720 Gruppenvergewaltigungen. Und dann kann man genau sehen, wenn man sich das anguckt, seit wann der eine oder andere in unserem Land ist. So. Heißt das, dass jeder in unser Land kommt und Vergewaltiger ist? Natürlich nicht. Und übrigens wurden ja nicht nur deutsche oder christliche Frauen missbraucht, sondern asiatische mit Migrationshintergrund jeglicher Art und Weise. Also müssen wir schützen. Genauso, ich verlange von der Bundesregierung, dass sie die Messerattacken offenlegt, wie viele und wer vor allen Dingen die Messerattacken macht. Das wird schön gerne unterm Tisch gekehrt. Das sind genau diese Probleme. Wenn wir in Berlin Anfragen stellen, das hatte ich ja schon ein paar Mal gesagt, zum Beispiel Gewalt an Schulen, unter Verschlusssache. Wir wollten wissen, wer die Verantwortlichen vom Kentner-Experiment sind und wer noch in den Ämtern ist, unter Verschlusssache. Man stellt nur was unter Verschlusssache, was man vertuschen will. Und genauso ist es hier. Der Bürgermeister, die haben sich alle hier, in meinen Augen haben die Blut an ihren Händen. Und nochmal, wir reden hier von Würzburg, in Frankfurt, dieser Junge hingeschubst wurde auf der Bahn, wo die Mutter ist. Immer wieder das gleiche Muster und ihr hört mir auf mit dieser Verlogenheit, das wären Einzelfälle. Und immer wenn man sagt, kommen Sie wieder, so wie jetzt der Herr vom ZDF, der sagt, widerwärtig, wenn man es instrumentalisiert. Instrumentalisiert niemand was. Aber wer die Realität nicht sehen will, lässt zu, dass es wieder passiert. Und ich möchte alle Kinder, alle Menschen in unserem Land schützen vor den Gefahren. Und wer hier ins Land kommt, hat sich an die Regeln zu halten. Und ein Arschloch ist ein Arschloch, egal in welcher Kultur. Wenn er diese Regeln bricht, muss er in den Knast oder, wenn er nicht mehr tragbar ist, muss er auch ausgewiesen werden. Die weisen nichts aus. Im Gegenteil. Sie holen noch mehr rein und das darf nicht unkontrolliert geschehen. Ich will wissen, wer ins Land kommt. Und wenn die sagen, ich habe keinen Pass, man kann heute anhand Knochenanalyse feststellen, wie alt er ist. Wird nicht gemacht. Man geht in Geld, man geht in die Unterkunft und dann überlässt man sich sie selbst. So fördert man keine Migration, Kolke, so fördert man schlimmste Taten. Ist das angesichts dessen, was Herr Stahl da gerade sagt, jetzt mit all den Hintergründen, die wir hier auch zusammentragen, eine gute Idee, die Hürden für einen deutschen Pass noch zu senken? Ja, das kommt darauf an, für welche Personengruppen. Sicherlich nicht für gefährliche Gewalttäter, die hier schwerste Kriminalität begehen, auch nicht für andere. Ich will aber das Augenmerk nochmal auf die Frage lenken, wie wir mit solchen Bevölkerungsgruppen umgehen. Ich war sehr irritiert, ich habe das jetzt im Berliner Abgeordnetenhaus und im Berliner Senat gesehen. Wir haben ja eine Gruppe von Menschen aus Moldawien hier in Berlin, die eigentlich ausreisepflichtig sind und die auch abgeschoben werden sollen. Und jetzt hat tatsächlich der Berliner Senat gegen den Widerstand der Innensenatorin übrigens beschlossen, dass die alle hier bleiben können, obwohl die teilweise straffällig sind. Und das ist ein Punkt, wo ich mich frage, was machen Linke und Grüne an der Stelle? Ich kann das nicht nachvollziehen. Und da bin ich voll bei Ihnen. Sowas kann es in einer Demokratie nicht geben, weil wir sind ja auch den Menschen hier verantwortlich. Ja? Und das muss doch das primäre Augenmerk sein. Natürlich haben wir eine humanitäre Verantwortung, aber wenn Menschen hier straffällig werden und wenn sie ausreisepflichtig sind, dann müssen sie raus. Ganz einfach. Ja, aber das ist ja ein Schema nicht nur in Berlin, sondern das ist ja tatsächlich ein Schema, das sich durchzieht seit vielen Jahren in der Politik. Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Dort hatte schon damals die Ministerpräsidentin Kraft gesagt, wir weisen grundsätzlich nicht aus. Ja? Das heißt, das ist ja eine Einladung für Straftäter oder auch die Einladung dazu, auch diesen Staat zu betrügen, wenn ich weiß, es gibt keine Konsequenzen. Und da muss man ja auch schauen, mit was für Menschen, also was sind das für junge Männer, aus was für Gesellschaften kommen die? Die verstehen tatsächlich nur, die kommen aus hierarchisch sehr klaren, autoritären Strukturen und die setzen wir jetzt hin und wenn sie einen Fehler machen, kriegen sie überhaupt gar keine Konsequenz. Das heißt, die wissen, egal was ich mache, mein Geld bekomme ich darf bleiben und dieses Land ist so blöd, die behalten mich hier. Ja, das heißt, wir kommen auch hier, sie könnten kein Kind so erziehen, wie wir das hier machen, ja, sondern wir müssen uns an unsere eigenen Regeln halten. Es geht gar nicht darum, dass man sagt, wir brauchen andere Regeln, sondern wir müssen mit dem gleichen Maß umsetzen. Ist das möglich, dass wir das aufbrechen in einer Begleitung, also diese Werte zu vermitteln? Eine so starke Prägung
eines hierarchischen Systems lässt sich nicht in 3 Wochen enden, aufbrechen. Das ist ganz klar. Das ist ein Anspruch, den man da an Therapeuten hat, was gar nicht möglich ist. Aber man muss sich deshalb bewusst sein, an welchem Punkt man tatsächlich da ansetzt und welche Gefährdung einfach da ist. Und das davor die Augen zu verschließen, macht für alle die Situation unerträglich. Also es macht auch für die 95% derjenigen, die nicht straffällig sind, weil die alle in eine Tonne geworfen werden. Also ich spiele seit vielen Jahrzehnten Fußball. Wenn man die Geschichten sich anhört, was schwarzafrikanische Fußballfreunde von mir erleben müssen, weil sie in die gleiche Tonne geworfen werden, dann ist das erbittert, sehr bitter. Und die sagen ja selber, es müssen härtere Gesetze und härtere Strafen her, weil die deutsche Polizei und der deutsche Staat wird als lächerlich empfunden. Das Problem ist bloß dabei, sie wollen es nicht ansprechen, weil sie Angst haben, dadurch Hass und Rassismus zu schüren. Aber genau das Gegenteil passiert, indem sie es nämlich nicht ansprechen, wirkt es wie Vertuschen und dadurch fördern sie Hass und Rassismus und unterstützen die Parteien, die keiner will. Ja, also geht offen damit um, seht dem Problem in die Augen und handelt und setzt doch um. Berlin ist der Sumpf des Versagens. Wie gesagt, Schlusssache, lächerliche Politik hier. Übrigens haben sie betrogen, wollen wir nicht vergessen, denn daran haben wir ja mit aufgeklärt bei der Manipulation. Aber entscheidend ist, wie lange schauen wir uns den Mist noch an? Meine Tochter ist 14 Jahre alt und das will ich hier gleich klarstellen. Wenn das meiner Tochter angetan würde, würde ich die Welt aus den Angeln heben. Ich habe nicht die Politik, ich stehe an den Gräbern, ich war auf 8 Beerdigungen. Ich muss das hier lesen. Wollte ich das hier mal vorlesen? Die Menschen verzweifelt sich bei mir melden und mich um Hilfe bitten, weil sie niemanden mehr vertrauen, schon gar nicht der Politik oder der Polizei teilweise. Das macht auch was mit mir. Und das macht mir stinksauer, weil ich einfach nicht verstehe, dass man es nicht schafft, die Menschen in unserem Land zu schützen. Und wo wir schon beim Verdrängen sind, wenn es nach den Grünen ist, steht irgendwann auch nicht mal dem deutschen Volke, das verbieten wir auch noch, wa? Dem deutschen Volke, genau das heißt es. Alle, die in Deutschland sind, sind das Volk, die Bürger im Land, jeder Kultur. Aber diese Politik ist links und auf grünem Auge blind und folgt nur ihren Dingen. Und wenn es dann um Missstände geht, in Deutschland ist immer der gefährlicher, der die Missstände anspricht, anstatt der, der die Missstände macht und zu beantworten hat. Die Politik trägt eine Mitschuld und trägt Blut an ihren Händen für diese Toten. Und das werden mehr, wenn wir nicht langsam endlich aufwachen und handeln. Ich glaube, es gibt durchaus Alternativen. Ich will noch ganz kurz auf Frau Keller eingehen. Sie haben ja die Politik von Rot-Grün unter Frau Kraft in NRW genannt. Der Nachfolger war eine schwarz-gelbe Regierung mit einem liberalen Innenminister, nämlich Herrn Stamp. Und da hat er eine radikale Änderung. Wir haben konsequent ausgewiesen, wir haben konsequent auch nicht mehr geduldete Personen, ausreisepflichtige Personen dort zurückgeführt. Das ist eine Alternative. Es gibt auch konsequente und andere Politik. Das muss man auch der Politik an einigen Stellen mal zugutehalten. Bei allem Verständnis für das, was Sie gesagt haben.